www.comunio.de, der Online-Fußballmanager. Gründe jetzt mit deinen Freunden eine eigene Liga und zeige ihnen, wer der beste Manager auf dem Rasen der Ehre ist. Wähle deine Spieler aus der ersten Fußball-Bundesliga, kaufe und verkaufe sie auf dem Transfermarkt und lass deinen Traum vom Meistertitel wahr werden. Melde dich jetzt kostenlos an und führe dein Team zur Meisterschaft. Das Derby, das haben wir jetzt schon ganz souverän 1-1 gewonnen. Es läuft also super, Vorbereitung ist hervorragend gelaufen. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen, weil jetzt ist es da nicht mehr lang hin und dann ist es vorbei mit dem Olli. Okay, dann hört er auf. Was macht der eigentlich danach? Ich meine, Torwarttrainer in China. Olli, das ist eine saublöde Idee, wirklich. Also in China. Erstens, Torwarttrainer in China ist sowieso blöd. Und China, gell? Die Wirtschaftsführungskräfte aus China haben unter ihren Top-Vorbildern an Nummer 3 Hitler. Olli, das ist nicht der richtige Ort für dich. Wirklich, was hast denn du mit Hitler zu tun? Ha? Sag einmal, habe ich einen anderen Vorschlag? Du könntest zum Beispiel Türsteher machen, Türsteher im Einser, weißt, quasi vorm Wohnzimmer die Tür bewachen. Hat auch den Vorteil, du musst nicht mehr so oft rein, weil du musst da dann vorn stehen und draußen aufpassen. Das kannst du doch aufpassen und den Kasten sauber halten. Ich stelle mir das schon sehr lustig vor, wenn jetzt zum Beispiel der Brdaric ins Einser will. So, ey, was machst du da, du Sau? Finde ich super, das stelle ich mir spitze vor. Also, du kommst nicht rein, Brdaric. Bei mir nicht. Gell? Überhaupt, es gibt da so den einen oder anderen, der sollte lieber was Solides machen. Lothar, zum Beispiel du. Gell? Immer dein Geschiss, immer irgendwas Besonderes. Das ist doch affig. So wirst du nie Trainer in Deutschland, in irgendeinem Bundesliga-Verein. Nie. Gell? Immer diese Sondergeschiss. Gewöhnt dir das einmal ab, mach einmal so wie der Fink zum Beispiel. Gell? Der ist jetzt Trainer in Ingolstadt. Das ist was Solides. Gell? Seriöse Arbeit, der fängt von vorn an. Aber du immer mit deinem Sonderschmarrn, jetzt Einzeltrainerausbildung 2 Monate kürzer, weil du immer was Besonderes sein willst. Apropos Leute von früher. Es gibt einen Spieler, der war bei Bayern München ein Grottenkicker vor dem Herrn, ja, der null gerockt hat, einfach nie gerockt hat, ja, obwohl es immer ihm gesagt wurde, dass er einfach der Oberrocker ist. Gell? Kannst du das Lied singen? Ich rocke nicht. Ich rocke nie. Ja, ich rocke, geht gar nicht. Gell? Siehst? Also, weil er hat nämlich nicht gerockt. Gell? Und jetzt der blöde Sack in England wird ja vielleicht Torschützenkönig, der Hund. Ich weiß gar nicht, wie der hat schon 16 Treffer in der Saison erzielt. 16. Ich glaube, so viel hat er in den ganzen 8 Jahren, in denen er bei Bayern war, insgesamt nicht erzielt. Was ist eigentlich aus den anderen geworden? Ich weiß gar nicht mehr, wer waren da noch? Die habe ich alle vergessen. Gell? Man hat die vergessen. Man vergisst ja so schnell. Der Brazzo. Ich habe ja gedacht, den haben die Turiner gekauft und merken irgendwann später erst, dass der überhaupt nicht Fußball spielen kann. Der Roy ist ja auch zuverlässig, wie immer. Roy trifft, das war ja klar. Ich habe einfach nur noch die Zukunft im Kopf. Und die Zukunft heißt der Jürgen Klinsmann. Der Klinsi wird es denen schon zeigen. Gell? Der alte Brezenmacher. Macht er dann schon. Geh nochmal her, ich mach nochmal den Kahn. Das war's. Bis zum nächsten Mal.